Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von WWE Supercard. Und wir sehen hier schon den guten Kevin Owens. Der erwartet uns in der Team Ring Domination. Ist auf jeden Fall eine Karte, die mich gebrauchen kann. Jeder von unserem Team, nehme ich an, aber kein Pro. Und ja, es geht um die Ring Domination, um die Single Ring Domination, die wir gespielt haben. Wir werden auch ein bisschen was öffnen in diesem Part. Und wir sehen auf der linken Seite schon, immer Voraussetzung, ich vergesse dieses blöde Bild nicht, da ist Mustafa Ali. Das war nämlich ein Pull in der Ring Domination, aber das war nicht mein erster Pull. Das war tatsächlich der zweite Pull, denn das war ein Early Pull. Ich glaube, ich hatte so, lass mich lügen, auf jeden Fall keine 100 Resets, das weiß ich von den Karten her, ja. Es waren keine 3 Ring Domination Karten nach dem ersten Pull, deswegen Early Pull Mustafa Ali. Und wir zeigen jetzt mal hier die Ergebnisse. Wollen euch jetzt nicht so lange hier auf die Folter spannen. Hier ist Mustafa Ali. Sehr schön, mein Early Pull, habe ich mich sehr gefreut. Aber mein erster Pull war Casey Catanzaro. Ich glaube, vom normalen NXT müsste sie sein. Nicht bei NXT UK, jedenfalls kenne ich die. Deswegen kann sie eigentlich nicht von UK sein, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, da mal reinzugucken. Werde ich aber noch nachholen bei Gelegenheit. Und ja, eine Diva. Ziemlich geil. Neben dem Early Pull, mega cool, 2 Pulls gehabt in der Ring Domination. Somit kann ich bestätigen, dass dieser Pull hier, oder war es dieser? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war der Pull. Dass das doch kein Pull war. Ein Pull, der kein Pull war. Hat nicht gezählt. Sehr schön, so sollte es auch sein. Hier ist der gute Flash Morgan Webster. Der müsste bei NXT UK sein, wenn ich mich nicht täusche. Den kenne ich nämlich nicht. Der war in der Ring Domination. Auf Heroic gab es dann noch Zack Ryder dazu. Und Undertaker ist dann auch Heroic geworden. Sieht ein bisschen anders aus. So ein paar Details haben sich geändert. Hier die Oberfläche ist jetzt so metallisch. Ist hier nicht so gegeben. Wie dem auch sei. Silber Heroic ist ja eh das Höchste, was ich holen kann. Gold werde ich mir niemals antun. Aber das ist ja ziemlich geil, die Karte auf Heroic war. Ja, doch relativ langwierig. Gerade Zack Ryder hat extrem lange gedauert und hier dieser Webster hier hat auch übertrieben lange gedauert. Die anderen Karten gingen aber relativ gut. Auch das Heroic Upgrade ging ziemlich schnell, deswegen habe ich mir Heroic auch geholt, weil es da sehr gut lief. Ja, das ist meine Ausbeute von der Ring Domination. Ihr könnt mir gerne sagen, wie weit ihr gekommen seid, was eure Ziele waren, habt ihr sie erreicht, habt ihr sie nicht erreicht, ihr kennt das Ganze ja. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ihr sie erreicht habt. Ja, Kevin Owens, bin ich gespannt. Warum er es ist, weiß ich jetzt nicht. Also kann ja nicht nur an dem Stomping Ground Ergebnis liegen. Aber ja, wahrscheinlich doch. Wollen wir mal nicht so viel da rein interpretieren. Wir machen ein paar Ticket-Packs auf. Ich habe 100 gesammelt, sind nicht 125 geworden. Leider, wollte ich ja machen. Aber ich wollte mir das jetzt mal hier gönnen. Und wenn wir da jetzt wirklich eine Katastrophe-Karte drin haben, dann muss ich überlegen, vielleicht alle 125 Tickets eine Ziehung zu machen. Weil mit 500 Tickets, haben wir gesehen im großen Opening, ist eine einzige Karte dabei rumgekommen. Wenn bei 100 jetzt eine Karte rumkommt, dann werde ich das so splitten. Außer ich brauche sie halt nicht mehr. Dann spare ich für die nächste Stufe. Aber ansonsten denke ich so bei 100, 125 machen wir eine Ziehung. Und damit wollen wir jetzt auch einfach anfangen. Machen mal hier ohne Umschweife ein paar Packs auf. Das ist natürlich hier Grütze, Grütze, Grütze. Aber ich erwarte mir ja auch jetzt nichts, ne? Ich erwarte nichts, aber freue mich, wenn was Krasses kommt. Nö, das ist ja noch schlechter. Also, aber WM35 zieht man ja unfassbar viel hier. Also, wenn ihr WM35 Karten braucht, holt euch Tickets. Hier werdet ihr wirklich zugeschissen damit. Nein, hier ist auch nichts bei. Und letztes Ticket. Pack. Bams. Nichts drin, okay. Meine Theorie hat sich nicht bestätigt. wir werden jetzt weiter ansparen. Wir machen jetzt nicht alle 100 Dinger eine Ziehung. Es bringt einfach nichts, diese Packs. Es lohnt sich erst bei 500, weil da kann man ziemlich sicher sagen, dass da eine Karte drin ist. So ist leider nichts drin. Aber egal, wir haben 2 TBG-Packs noch zu öffnen.
Und im Moment läuft auch hier die nächste Vorbereitungsphase. Ich habe noch keinen einzigen Blitz. Ich werde gleich anfangen zu sammeln, aber ich habe vorgesorgt. Ich habe natürlich so fast 150 oder 200 Picks angesammelt. Und hier zweimal Champions-Belohnung. Also jetzt bei zwei TBG-Packs. Ich hatte noch nie zwei in einer Ausgabe geöffnet. Die Ticket-Packs waren schon ziemlicher Müll, aber hier erwarte ich einfach, dass da jetzt wenigstens eine Karte drin ist. Ich verlange ja nicht viel. Ich habe auch bis jetzt nicht viel bekommen, aber hier die Drillers. Ja, Leute. Hier wurde nur ein Team gedrillt. Werden wir jetzt hier öffnen. Und bitte, lass wenigstens eine Karte drin sein in den beiden Packs. Bitte nur eine. 3, 2, 1, Feuer, frei. Alles klar. Das war nichts. Leider widert mich dieses Päckchen an. Aber ich habe schon gesehen, wir haben wieder viel zu viele Battle Points. Gut, das werde ich gleich alles in Undertaker investieren, die ganzen Karten. Und dann kann ich den auch schon prone. Belohnungen, BP-Shop, nehmen wir hier wieder so einen Doppelpack. Bray Wyatt, ja. Wieso auch nicht. So, jetzt aber, komm. Es kann doch nicht hier eine komplette Nullnummer sein. Die waren übrigens noch schlimmer. Oder besser, also es ist natürlich sehr angenehm, gegen solche Teams zu spielen. Okay, bitte. 3, 2, 1. Feuer frei. Oh shit, ja. Heiliger, hä? Gefährte freischalten, was? Was ist das denn für eine Einblendung? Hau ab. Hau bloß ab. Keine Ahnung, was das für eine Einblendung war, aber egal. Wir haben eine Katastrophe-Karte, eine Cataclysm-Karte. Wunderbar. Ich bin gespannt. Vielleicht ein Pro. Das wäre ziemlich geil. Aber egal, Top-Tier wäre genauso geil. Okay, gucken wir mal. Oh, Seth Rollins, Top-Tier-Karte. Dankeschön, danke. Kevin Owens wäre jetzt auch geil gewesen, aber Seth Rollins, komplett in Ordnung. Da grinst er, ne? Sehr schön. Freut mich, Samoa Joe und Karl Anderson sind mir fürchterlich egal. Aber Seth Rollins, super. Wenigstens, das ist jetzt das vierte? Ist es das vierte? Ich glaube, es ist das vierte TBG-Pack. Und die erste Karte. Ja. Könnte besser sein. Könnte aber auch schlechter sein. Also ich bin damit sehr zufrieden. Werde jetzt bald den Undertaker prone. Und dann wird er uns in der Ring Domination auch ordentlich nützen. Und dann gehen wir bald in den Mittwoch und dann gibt es ja wieder diese Aufgaben. Es gab ja hier auch die Aufgaben, übrigens, Herrschaftsaufgabe. Könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr drin hattet. Ich hatte leider nichts drin. Also war komplett okay, dass ich die so aufgemacht habe, ohne ein Video, weil es war wirklich nur Schrott drin. Und ich glaube auch in den anderen Packs oder in dem anderen Pack, wo man eine Unterstützerkarte kriegt oder so, da war auch nichts drin. Deswegen alles in Ordnung. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein mit dieser Aufgabe. Ich wünsche euch viel Glück bei der Team Ring Domination und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Dann besprechen wir das nächste Event. Ich weiß ja gar nicht, was kommt. Die nächste Eventkarte. Ich bin sehr gespannt. Hoffe, wie immer, auf eine Sting-Eventkarte. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da kommt. Ich hoffe, nichts aus dem aktuellen Geschehen. Denn, also Stomping Grounds habe ich geguckt. Wenn ihr das gesehen habt, könnt ihr mir ja auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Könnt auch ruhig spoilern, ja. Ist ja Zeit genug eigentlich. Man muss ja die Kommentare nicht lesen, wenn man Stomping Grounds noch gucken will. Aber was will man da auch spoilern? Also, ganz ehrlich, für mich eine sehr, sehr schlechte Veranstaltung. Gar nicht, was die Matches angeht. Die Matches waren von der Qualität her gar nicht mal so schlecht. Ja, was heißt gar nicht mal so schlecht? Da waren auch echt gute bei, aber die waren halt so trotzdem komplett uninteressant, weil keine Story aufgebaut wurde und die Champions, weiß ich nicht, so, weiß ich nicht. Ich muss mal wieder einen Podcast machen, glaube ich. Wieder mal eine Podcast-Ausgabe über das aktuelle Wrestling. So, ich hätte schon Bock, Reviews zu machen zu den Pay-Per-Views, aber dann müsste ich mir die ja alle angucken und nach Stomping Grounds habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, mir irgendwas von WWE anzugucken. Deswegen
überlege ich mir das nochmal. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Glück bei der Ring Domination. Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.